Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, coolen, kleinen Indie-Spiel. Und zwar ein Indie-Spiel aus Deutschland von einem deutschen Entwickler, ein Jungler's Talents. Ja, um was geht es in dem Spiel? Ich weiß noch gar nicht richtig viel. Ich weiß nur, dass wir eine Marionette spielen. Und das ist das, glaube ich, auch das Interessante und das Außergewöhnliche an der ganzen Geschichte. Eine kleine Marionette namens Abby, die aus dem Marionettentheater flüchtet. Ja, das ist auch schon alles, was ich weiß. Das wird ein bisschen sehr interessant, vor allem, weil wir an den Fäden hängen. Und mit so einem Fäden, glaube ich, gibt es das ein oder andere Problem mit Sicherheit. Kann ich mir gut vorstellen. Schon alleine, wenn ich irgendwo unter einer Brücke durchwollen würde. Was kann ich denn einstellen? Das schaut doch schon mal gut aus. Untertitel an, ja, lassen wir mal an. Und das, denke ich, lassen wir auch an. Na dann, starten wir mal. Der Mond scheint hell zu später Stund. Das Gasthaus ist voll, aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe, Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen, und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Name war Abby. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leuten beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Okay, das ist also Abby. Und wir haben anscheinend einen Erzähler der Geschichte. Das Ganze geht irgendwie ein bisschen gleich los, so wie in der Puppenkiste. Da sind unsere Augsburger Puppenkiste. Da sind unsere Pferden. Sehr cool. Wir haben kein Gesicht, oder? Schaut nicht so aus. Okay. Das schaut echt cool aus. Ja, wie in meinem Marionettentheater. Sie verhält sich auch genauso wie eine Marionette. So schwabbelig, wobbelig. Okay, also wir können links und rechts gehen. Wir können springen. Und sonst ne, können wir erstmal noch gar nichts. Ah ja, wir können auch so nach vorne springen. Na dann, da können wir nicht weitergehen. Können wir jetzt da rausgehen? Wir haben das hier, ist die Bühne. Wir verlassen jetzt einfach mal so die Bühne. Schaut so aus. Ah, guck, da hinten sind auch alles Marionetten. Die hängen auch alle an Fäden. Wie cool. Auch das Schwein. Auch das Schwein hängt an Fäden. Klar, logisch. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Hallo, ich bin Abby. Kann ich winken? Der winkt. Meine Kiste. Halte R2, um Objekte zu ziehen und zu schieben. Okay. Ah, ich brauche die Kiste, um darüber zu kommen. Alles klar. Die Schweine hinten auch.
er hat kein Wort mit uns gesprochen. Süß, wie sie hochklettert. Yippie. Na dann. Das ist toll gemacht. Sehr detailliert. Und da hinten der Wald, die Tiefe, da hinten die Blätter, die ganz links da hinten runterfallen. Mit sehr viel Details und echt mit viel Liebe gemacht. Das Ganze war anscheinend ein Studentenprojekt irgendwie, was ich noch gelesen habe. Auch die kleinen Rauchwölkchen oder die kleinen Staubwölkchen, wenn sie geht. So, da muss ich jetzt wohl... Ein Frosch! Der Froschkönig! Guck, der Frosch hat den König, hat den Krone auf! Okay, da kann sie rüber balancieren, das geht. Das ist der Froschkönig! Komm! Oh! Naja, balancieren auf dem Seil ist dann nicht schwer genug, dann jonglieren wir halt noch mit dazu. Oh, und da ist er weg. Ich habe gedacht, jetzt kürzen wir ihn und kriegen den Prinz. Nix da. Krone ist auch weg. Ja. Und da steckt sie die Bälle wieder ein. Keiner redet mit uns. Na los, kleine Abby. Zeig uns mal, was du kannst. Ah, hier, guck. Das hatte ich vorher gemeint mit der Brücke. Es läuft ja dagegen und die Fäden. Hier. Bleibt natürlich hängen, klar. Cool. Okay, aber es scheint eben nachzugeben. Dadurch kommen wir, solange die Fäden nicht reißen, alles gut. Drücke R2, um Objekte mit Objekten zu interagieren. Okay. Ziele mit dem rechten Stick und drücke R2 zu werfen. Ah ja. Okay. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Okay, wir können noch einen Ball nehmen. Das können wir so oft machen, wie wir wollen, oder? Da können wir auch hinwerfen. Nimmst du den mit? Ich habe jetzt mal Angst, dass die Fäden reißen. Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreit. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Okay, wir sind eine Artistin. Okay, klettern mal runter. Den Ball haben wir noch dabei, okay. Deswegen konnte er so gut jonglieren und so einfach ohne weiteres so mal über das Seil balancieren. Hoppala. Okay. Da sind unsere Zuschauer. Und da ist der Zirkus. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das uns den Bären überwinden kann. Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Sie steht da und jongliert. Okay, den Ball nimmt sie. Kann ich den Ball auf ihn werfen? Hat ihn nicht so wirklich interessiert. Und ich glaube, da einfach vorbeigehen ist jetzt eine schlechte Idee, oder? Komme ich da oben ran? In das Seil? Nee. Schwinge an dem Seil, um was. Springe an den Seil, um zu schwingen. Hier kann ich hoch und runter klettern? Ja. Yippie! Oh.
Hoppala. Was sind das? Äpfel, oder? Was ist denn das für einer da hinten mit diesem riesigen Typ da mit den Hörnern? Da. Fein gemacht. So weit so gut. Jetzt nur nicht aufgeben. Gleich hast du den Hut. Warte, wir werfen mal über sie weg. Oh. Ja, das war nicht so gut. Dann. Jetzt halt. Komm, geh zum Apfel. Yes. Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmt der Direktor und tätschelt sie sagt. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Vorstellung heute. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht. Herrliche Kühe. Was? Spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Wir sind im Käfig eingesperrt? Danke. Was? Geht's noch? Warte mal, kann ich den da rüberwerfen und dann kommt der Bär und befreit uns? Ups. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Der hat den Schlüssel am Bund, Direktor. Da kommen sie wieder, die Ratten. So, noch ein Apfel. Komm. Danke. Dankeschön. Kann ich den... Da, ich mache ein Feuer. Ich war es nicht, der Bär war es. Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben. Die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Wir haben die Schlüssel. Das war jetzt ein Reflex, weil ich mir dachte, oh, guck mal, der Schlüssel ist so nah. Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Ich nehme den Bären mit. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Siehst du, tut uns nichts. Komm, wir gehen gemeinsam jetzt auf Reisen. Komm, Bär. Komm her. Aber... Abby, siehst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Das habe ich mit Brücke gemeint. Bleib mal da stehen, kann ich auf dich rauf? Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Ach, verflucht! Hoffentlich hat das keiner gehört. Helf mal! Hilfe! Hilf! Bär, hilf! Ich komme über dieses blöde Ding da unten nicht rüber, ne? Okay. Man glatt über sich hinauswachsen. Der Bär schiebt auch.
Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliegen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wird bedenken. Schnell! Oh Gott, der Bär ist runtergehupft. Warum? Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das seine und brummt gütig: Auf geht's, meine Kleine. Ui, der wäre ein guter Gefährt gewesen. Kann ich da einfach runterspringen? Oder? Ich bin eine Marionette, mir kann nichts passieren, oder? Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Ach, wie cool. Wenn ich unterm Springen versuche zu... Also unterm Fallen versuche zu springen, dann hält sie sich an ihren Fäden fest und verlangsamt so mit den Fall. So, jetzt aber flott hier. Bloß weg. Oh, jetzt sind wir wieder auf der Bühne. Akt 2. Eine neue Welt. Meine Welt zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite. Bunte Blüten in Augen verzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen, als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen. Okay. Jetzt gehen wir wieder runter von der Bühne. Wieder raus in unsere Welt. Wie cool. So. Ist toll gemacht. Ja, auch das Licht und alles in die Bäume. Es ist echt cool. Ich liebe Indie-Spiele. Ein Spross um Spross und Stein um Steine. Frei vom Zwang und von der Leine. Der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Ein Getreidefeld. Nur nicht am Baum hängen bleiben. Kann ich da? Ne. Schön. Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Okay, ne? Da ist ein Bauer und seine Kuh, der die Kuh treibt die Windmühle an. Hallo, Bauer. Okay, die Kuh will nicht, wie es ausschaut. Die Mühle ist kein Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese. Mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an ihr vorbei. Oh Gott. Okay, da kann man noch vorbei. Da können wir irgendwas machen. Okay. Wasserpumpen, okay. Das bringt jetzt nicht so viel. Wir müssen das Wasser wohl... darüber leiten, damit die Kuh Wasser kriegt und dann dahin läuft, nehme ich mal an. Schau nur, Abby. Die arme Kuh scheint sehr durstig zu sein. Sag ich doch. Du hast doch so ein großes Herz für Mensch und Tier. Gib der Kuh was zu trinken, dann hilft sie auch dir. Na, ah, wir waren so heftig. Ah, doch, es hat geklappt. Bravo. Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. Okay, die Kuh hat was zu trinken. Die Mühle hat sich gedreht, wir kommen vorbei. Oder? Ja, wir kommen vorbei. Da kommt der Bauer oder der Mühler. Müller. Oh, die Schmetterlinge. Oh, schön. Okay.
Das schaut hier ziemlich kahl aus, ne? Kleinen Bäumchen hier, die großen hier hinten. Cool, wie sie wieder rausgeht. Coole Musik. Aber hier scheint irgendwas vorgefallen zu sein, ne? Oh nein! Nein. Kleine Abby, du bist zwar naiv, doch selbst wenn du stolperst, fällst du nicht. Dass sie zurückgezogen worden ist. Leute, ich nehme Anlauf. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl über Insel hinüber ist. Okay, das könnte schwierig werden. Möchte was mitnehmen? Okay. Jetzt, meine Kleine, helfe ich dir wieder auf die Beine. Okay, aber das bringt mir noch nicht viel, ne? Gibt's da noch mehr Bretter? Nee. Okay, dann springen wir mal. Hopp. So, und jetzt? Ich würde sagen, das bringt uns nichts. Übertrat ihre Grenze, sprang ein Stück zu weit. Ich helfe dir zurück, trotz deiner Torheit. Muss ich auf den Stein im Wasser hier? Diesen kleinen Stein? Kann das sein? Das Brett kann ich ja nicht mehr. Nein! Oh. Im Fall des Falles stehe ich dir bei. Diese Fäden. Der Erzähler ist gleich der Puppenspieler? Warum springst du denn nicht, Abby? Abby! Stell dich nicht ungeschickter an als du. Ja, genau. Nee, das bringt nichts. Komm, Abby, ich helfe dir. Noch einmal. Wir brauchen noch mehr Bretter, Leute. Das eine Brett bringt uns nichts. Aber da war doch nichts mehr. Hier. Oh, shit. Sei nicht so unvorsichtig, Abby. Was sollen nur die Leute von dir denken? Ja, eben. Ja, das war klar. Viel zu früh gesprungen. Langsam gehen die hier echt die Reime aus. Das glaube ich dir. Jetzt hat. Warte mal, kann ich das jetzt wieder mitnehmen? Ah ja, sehr cool. Weiß ich wohl zu helfen, die raffinierte Kleine. Wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Das nimmt sie jetzt nicht mehr, ne? Nee, den nimmt sie nicht mit. Doch, nimmt sie. Ja, aber das treibt jetzt weg. Wenn ich das da reinwirft, das treibt weg. Das ist Furt. Garantiert. Das bleibt nicht stehen. Ups. Spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf, mein Kind. Das heißt, ich soll jetzt einfach in den Fluss springen? Na gut, er hat gesagt, er hilft uns. Siehst du, auf mich ist Verlass.
Okay. Das ist nett von ihm. Okay, Leute. Ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste kurze, knappe halbe Stunde. Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Okay, Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein super cooles Spiel. Das ist echt toll gemacht. Die Idee mit der Marionette ist wahnsinnig cool. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Hier auf Busanusma, wenn es weitergeht, wie Abby hier ihre Abenteuer erlebt und vor allem, wo das alles noch hinführt. Ich bin gespannt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Abby, unserer Marionette. Ja, wir sind hier gut vor der Jägerhütte. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht, ob das das Ende von Kapitel 2 ist. Kletter mal hoch hier. Schauen wir mal. Da ist ein Grab. Hier, da ist ein Grab. Der Jäger ist tot. Da hängt. Was ist das? Was ist das? Da hinten an den Fäden. Was ist das? Ist das ein Hund? Ein Fuchs? Ein Wolf? Was ist das? Lass den alten Wolf ruhig in Frieden sterben und dir davon deine Reise nicht verderben. Warum sollten wir das tun? Was ist mit dem alten Wolf? Oh, der hat sich in seinen Fäden verheddert. Okay, das hat nicht funktioniert. So, mal in die Richtung. Shit, das geht auch nicht. Warte, kann ich da irgendwie springen? Ich kann nicht springen. Ich kann nicht viel machen. Warte, können wir hier irgendwie... Okay, die geht wieder hoch. Kann ich dir denn helfen, Wolf? Shit, das geht nicht. Da ist nichts, was ich irgendwie mitnehmen könnte, oder? Hey, Wolf. Ich würde ja gerne helfen, ich weiß nur nicht wie. Das geht nicht. Lass ich mal rüber auf die andere Seite gehen, vielleicht ist da irgendwas, was wir verwenden können. Ah, hier. Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können, oder nicht? Kann ich den fahren? Hallo? Kann ich den fahren an den Wagen von dem Wolf und sowas? Okay, die geht wieder runter. Komm schon, Abby. Wir hängen jetzt halt den... Ich weiß nicht, was das bringt.
Abby, was tust du da? Ich helfe dem Wolf. Die Fäden? Was machst du mit den Fäden? Hör auf damit! Der Wolf hat sein Leben schon hinter sich. Lass ihn in Ruhe. Nein. Was hab ich dir gesagt? Du musst gehorchen, sonst gerätst du noch in große Gefahr. Haben wir uns verstanden? Nein, der arme Wolf. Was mit dem Wolf passierte? Nun ja, der Wolf zog von dannen, ging womöglich vor die Hunde und für Abby hatte er nicht mal ein Wort des Dankes im Munde. Wir können ihn doch nicht hier einfach zurücklassen, am Wolf. Okay, dann kurbeln wir nochmal das Ding runter. Da ist ein Feuer. Gruseliger Wald. Bleiben wir jetzt da hängen? Ja. Ich hab's gewusst. Verdammt. Die Idee war gut. Die Ausführung war schlecht wohl, oder? Wieso hat das jetzt nicht gebrannt? Es brennt da überall. Wieso? Ah, okay. Gut, muss ich aber aufpassen, dass ich da nicht ins Feuer. Puh. So. Dann gibt es noch mal Feuer. Oh, es fängt an zu regnen. Anlauf. Gott. Matsch, Blitz und Donner sind mächtige Widersacher. Die Abby Angst und Bange. Mutterseelen allein rennt sie und läuft, während ihre Freiheit im Regen ersäuft. Nun ja, Abby, die Welt besteht nicht nur aus goldenen Fellen. Das musst auch du nun lernen. Ach, ich kann hier wieder in die... Ach, guck mal, ich kann mit der Fackel rumlaufen. Oh, jetzt regnet es so sehr, dass... Okay, wir müssen ihn gar nicht werfen. Es reicht, wenn wir mit der laufen. Aber wir müssen schnell sein. Aber das regnet sehr. Komm. Wow, das war knapp. Wow, wie die schüttet. Ach, Abby. Du kannst dich nicht irgendwo drunter verkriechen. Ich weiß. Wie gesagt, Brücke schlecht. Aber hier sind wir zumindest im Trockenen. Was mache ich jetzt? Okay, die Fackel brennt. Da hinten muss ich hin. Und jetzt aber schnell. Gib gut Acht auf dein Lebenslicht, Abby. Ja, versuche ich ja. Das ist so einfach. Tief in den Wäldern
So erzählt man sich schon lange. Da hinten die Spinne! Machen dir dunkle Ungeziefer Angst und Bange. Oh Gott, die Spinne da hinten, guck da rum! Oh mein Gott! Habt ihr diese riesen Spinne gesehen? Oh, das war knapp. Oh mein Gott, diese Riesenspinne. Oh das Gott. Sie mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen bereit dazu, sich einsame Streuen einzuverleihen. Hilfe! Komm, ich werf die Fackel auf. Das interessiert dich nicht. Wir sind gestorben? Aber was soll ich denn machen? Ich habe versucht, die Fackel auf sie zu werfen. Da steht sie mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen. Bereit dazu, sich einsame Streuen einzufangen. Okay, ich muss es aber hinten auf den... Oh, ich muss es hinten auf den Rücken... Kann ich springen und werfen? Nimm das! Übermut wird bestraft, kleine Abby. Es ist gar nicht so einfach. Leute, es ist gar nicht... Oh! Gar nicht einfach. Da steht sie mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen. Bereit dazu, sich einsam. Ich muss es hinten wirklich auf den Körper. Scheiße. Scheiße. Ich werfe immer genau, wenn sie sich aufbäumt. Jetzt hat. Feuer scheint mir jetzt zu wirken. Was bringt denn nichts? Es hat nichts gewirkt. Was mache ich jetzt? Scheiße, ich dachte, ich kann drüber springen. Hä? Was soll ich denn bitte schon machen? Beim zweiten Mal hat es sie nicht interessiert. Da steht sie mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen. Bereit dazu, sich einsam jo. Streuen einzuverleihen. Hab die Fackel, nach ihr werfen bringt gar nichts. Warte, jetzt hat. Feuer scheint mir jetzt zu wirken. Deine Fackel schmeckt ihr überhaupt nicht. Aber es bringt mir doch nicht so viel, oder? Bis jetzt habe ich da noch keine. Runter mit dem Körper. Mit jetzt? Mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen. Doch warten in der echten Welt noch 1000 weitere Plagen. Okay, ich glaube, da ist ein kleiner Bug drin. Sie hätte hochklettern sollen, hat sie aber nicht. Okay, warte. Du bleibst da oben. Sie hängt ein bisschen seltsam da oben jetzt drin, ne? So, das ist voll mit dem. Ich glaub, sie hat sich da festgebackt. Das sollte so nicht sein, glaube ich. Egal. So, wir machen hier mal wieder Feuer. Dankeschön.
das hat nicht funktioniert. Was müssen wir denn jetzt machen? Kann ich da hoch? Ich muss da hochklettern. Okay, aber ich brauche die Fackel. Ich brauche nach wie vor die Fackel. Vielleicht kannst du dir diesen Baum auch zunutze machen. Warte. Oh, schnell. Lauf, Baby, lauf. Ach, puh. Das war knapp. Du musst die Flamme am Leben halten. Das versuche ich auch. Okay, das sieht aus. Da passiert schrecklich wenig. Kann er uns wieder helfen, wenn wir da runterspringen? Wir versuchen es einfach. Pass auf. An meinen Fäden fühlst du dich. Pass auf die Fackel auf. Zieh es aus. Oh, warte mal, ich versuche das erstmal. Okay, das klappt. Das Feuer ist erloschen und kalt. Wo sollst du nun nur deine Fackel anzünden? Da sind schon mal ein paar kleine Bugs drin, ne? Ja, sagen wir mal. Oh! Für Stück. Da hat der Blitz eingeschlagen. Ach du Scheiße! Ah nein! Ja. Dieser Ort ist so gar nicht zu. Vorsichtig. Ich versteh's ja. Ohne dich wäre ich am Arsch. Okay, kann ich da irgendwas nehmen? Die Axt oder so? Nein, nimm die Fackel. Ja, komm rauf. Oh Gott, da hinten ist die Spinne wieder. Oh, die ist tot. Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang. Die Spinne ist nur mausetot. Oh, Abby, wo bist du hier nur gelandet? Vielen Pfeilen, mit vielen Pfeilen gespickt. Zumindest reden jetzt nicht mehr so sehr. Was ist das da drüben? Was ist das? Kann ich das da rüberwerfen? Okay. Ach, das ist. Jetzt erkenne ich ihn erst. Das ist ein Mann mit einer Keule. Kommen wir natürlich hier nicht weiter, ne? Die besagte Höhle, ne? Da klettert sie hoch mit Fackel. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Okay. Ich dachte, ich meinte. Okay. Oh, jetzt sehe ich erst, da liegt ja auch einer. Da liegt auch einer. Da unten, da liegt einer, ein Toter. Da noch ein Tote. Hier drüben zwei Tote. Die habe ich gar nicht gesehen vorher. Die hat wohl die Spinne auf dem Gewissen. Wie kriege ich den Typen denn da? Der schläft, oder? Jetzt ist er wach. Kann ich die Fackel jetzt hochwerfen? Ja.
Oh. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Wir waren zu langsam. Wir waren zu langsam, oder? Ich glaube, das ist, so geht's. Wir müssen... Leise, kleine Abby. Wer die Spinne erschlug, zögert bestimmt keinen Atemzug. Das glaube ich auch. Da ist der Typ aus dem Zirkus mit den Hörnern. Schau an. Der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein? Und mit dem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim. Oje, es ist Honda. Der grausame Räubersmann, der gerade schon die riesige Spinne bezwang. Ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir mein Abby wieder in die Hände fällt. Ausgebüxt ist das kleine Stück. Bringt sie mir verdammt nochmal zurück. Der Direktor redet eindringlich auf Tonda ein. Doch der lacht nur und kippt seinen Wein. Denkt nur an den Bären, den wir damals ohne Mühe fingen. Das wird uns bei einem kleinen Mädchen ja erst recht gelingen. Nein. Direktor, halte unsere Belohnung schon mal bereit. Wir bringen deine kleine Abby schnell zurück. Und dann, Männer, baden wir in Gold und Glück. Okay, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Die Söldner und Räuber sammeln sich um Tonda in Scharen. Hungrig wie Wölfe sind die erbarmungslosen Barbaren. Ihr Anführer ist riesig wie zwei und stark wie fünf. Einer, der mordet, ohne dass er auch nur die Nase rümpft. Okay, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht in diesen Lichtschein von der Laterne kommen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Schauen wir, ob wir bis zum Baum kommen. Verdammt. Direkt in seine Arme bist du ihm gelaufen. Ich hab doch gesagt, verdammt. Ich sag doch, wir dürfen nicht in den Lichtschein kommen. Ich habe Angst. Ich traue mich nicht. Oh, es war aber knapp. Aber ein großes Lager hier. Und dann kommt einer mit der Fackel. Und es fängt wieder an zu regnen. Wir müssen sägen. Schön.
Okay, kommen wir da vorbei an dem Rechten? Der da an der Mauer rumhämmert? Geht das? Warte, warte. Geht das? Oh, da ist auch einer. Das ist keine gute Idee. Abby, hast du nicht zugehört? Doch. Die Burschen sind gefährlich. Ich weiß. Bin ich denn jetzt? Ich muss wieder sägen. Komme ich denn an dem vorbei? Muss ich da über den rüberspringen und dann schauen, dass ich laufe wie verrückt? Hier, komm. Ich habe keine Ahnung, wie ich da vorbeikommen soll. Ich kann mir wieder rüberspringen. Kann ich die mitnehmen, die Säge? Oh, ich kann. Okay. Ah, ich verstehe. Warte. Muss ich das Ding da rüberrollen und dem auf den Kopf? Warte, warte, warte. Hey, aua, das sah schmerzhaft aus. Ach, der meint jetzt, dass es der obere war und jetzt gibt's Ärger. Pass auf. Schwere Muskeln sind nur eine Last, wenn du nicht allzu viel im Kopf hast. So, jetzt prügeln die sich zwei. Ja, genau, prügelt euch. Klasse, beide K.O. Das hat uns was gebracht. Okay, jetzt aber schnell weg hier. Ist man erst dem Tod entflohen, glaubt man sich des Lebens froh. Was, Abby? Doch dein kurzes Glück vergeht mit einem Lidschlag. Vor dir siehst du nichts als Dickicht. Jo, gut, Leute. So, hier ist da noch mal da eine Laterne. Wo ist sie denn nun, deine schöne, wunderbare Welt? Das ist eine gute Frage, ja. So, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Yeah. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann geht's weiter. Da stehen Pilze. Dann schauen wir mal, wie Abby weiterkommt. Und sind wieder Leute mit Fackeln. Zwei da hinten. Und ein Boot, oder? Drinnen ist ein Boot. Ja, wir werden sehen. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ich hoffe, es hat wieder mit dabei. Ist echt cooles Spiel. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Marionette, der Abby. Ja, da steht sie und langweilt sich mit den Glühwürmchen über sich. Was meinst du, ist so, als hätte sie eins auf die Birne gekriegt und über ihr fliegen jetzt so kleine Vögelchen. Gut, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Nachdem er der Rabauke da, dieser Dieb, hinter uns her ist. Und wir ihnen jetzt aus dem Lager zumindest mal entkommen sind. Oh gut, wir rutschen gar nicht runter. Ich dachte, wir rutschen da runter. Tief im Sumpf schlummert die Gefahr, Abby. Gib acht. Okay. Krokodile? Ach komm, warum springst du nicht, Abby? Ich hab doch gedrückt. Bist du machtlos, Abby? Ich weiß. So, hier sind zwei Leute mit Fackeln, wie gesagt. Hey,
Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Das ist ein Toter? Ein eingewickelter Toter? Da hinten gehen Leute mit Fackeln. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Wer leben will, muss manchmal über Leichen gehen. Oh ja, wörtlich. Nimmst du die mit? Sie nimmt sie mit. Sie nimmt die Leiche mit. Das ist eine Falle. Da, guck mal, das ist eine Falle. Da ist ein Schinken drin. Sag ich doch. Das ist eine Falle. Nimmst du den Schinken mit? Nimm den Schinken mit. Jetzt können wir da raufklettern, oder? Ziemlich makaber. Oh Gott, da drüben hängt auch einer. Nein, einer, mehrere. Oh Gott, was ist denn das für eine krasse Welt hier, der wir hier uns eingelassen haben? Kann ich da schwingen? Guck mal, lauter Tote, lauter Leichen. Oh mein Gott, was sind wir denn hier? Da kann ich irgendwas machen, die Fäden glitzern. Ich weiß noch nicht genau was. Ich möchte wieder zurück. Kann ich nichts mitnehmen? Schauen wir mal, irgendwas holen können da hinten, ne? Irgendwas können wir da machen mit dem hier. Die Fäden zu glitzern. Oder täusche ich mich da jetzt? Ist wie beim Wolf. Aber sie nimmt nichts. Sie greift nichts. Ich gehe mal weiter. Lauf! Lauf um dein Leben! Oh Gott, lauf, Kleine, lauf! Du kannst uns nicht entwischen! Und Tondo durch den Wald. Vorsicht! Danke! Hier willst du überleben. Tondo benutzt, als Hilf uns! Und keiner seiner Räuber mehr das Mädchen sieht. Doch jede Rettung fordert ihren Preis, wie bald auch schmerzlich unsere Abby weiß. Die Stadt, wir haben überlebt. Ich dachte, wir sind tot. Von Tondas tobenden Räubern ist zwar nichts mehr zu sehen, doch spürt Abby, wie ihre speerhaften Blicke sie erspähen. Und haben solch schreckliche Räuber erst einmal Blut geleckt, gibt es wohl keinen, der sich allzu lang vor ihnen versteckt. Da tut die Schulter weh, das glaube ich. Komm, wir sind wieder auf der Bühne. Jetzt geht's wieder raus in die Welt. Der Mond. Da hinten der Mond. Keine Rettung in Sicht. So sehr sich Abby hastet, zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Fröstelnd, hungernd und zerlumpt, läuft sie sich die Füßlein. Naja, in dem Käfig ist es jetzt aber auch nicht viel besser, oder? Da hinten die Mühlen. Waren wir da hinten bei den Mühlen? Sind wir schon so weit gelaufen? Da der Baum da hinten, dieser kahle Baum, wo ein Feuer brennt anscheinend. Sind wir schon so weit gelaufen? Aber in dem Käfig ist es doch auch nicht viel besser, Leute.
Ich dachte, die ist da eine Artistin und alles schön und gut, aber im Käfig gehalten zu werden, ich weiß ja nicht. Freiheit ist ein hartes Brot, kleine Ellie. Friedhof. Heraus aus dem Walde hat Abby an den Dorfesrand verschlagen. Unter deinesgleichen muss man doch Mitleid haben. Na, ich weiß nicht. Bin ich jetzt nicht mehr so zu mystisch hier. Da ist schon wieder ein Sarg. Geht nicht. Ist wohl zu schwer. Verdammt. Toll. Probieren wir es nochmal. Es ist eine Zeitkomponente. Ach, Abby, verstehst du denn die Mechanik mit dem Zahnrad nicht? Deine Fäden sind im Weg. Ja, und jetzt? Soll ich, dann schneide sie doch ab. Ach, der macht die auf. Wenn ich vorbeilaufe, dann... Ja, verstehe. Dann entriegelt er das Zahnrad und das war's dann. Muss ich doch irgendwas mit dem Sarg machen? Oder mit dem Sarg da drauf? Nee, sie schiebt es gar nicht mehr auf den... Nee. Aber jetzt kann ich nicht kurbeln. Ah, warte, ich habe eine Idee. Wenn wir den Sarg da unten hinstellen, um die Kurbel unten hier zu blockieren. So. Pass auf. Ja, die Idee war gut. Dann habe ich noch eine andere Idee. Warte mal. Wir schieben das unter die Plattform, dass die nicht ganz so tief hier fällt. Den Sarg. Komm schon. Ach, warte, geht er nicht. Warte. So, komm. Schieben runter. Es geht nicht weiter. Es geht nicht. Ah, Mist. Ich dachte, ich... Beide Ideen gehen nicht. Ich dachte, der Sarg blockiert die Kurbel. Nee. Ich kann ihn darunter tun, damit ich den Sarg darunter schieben kann. Kann ich das noch höher kurbeln? Haha. Nicht sonderlich respektvoll, aber wenn es funktioniert. Sehe ich auch so. So. Ist das Ganze hier für dich immer noch ein Abenteuer? Oder sehnst du dich nur noch nach einem warmen Feuer? Beides. Lass dich nicht beißen. Wieder rettet dich nicht gesunder Verstand, sondern meine gütige Erzählerhand.
Halt die Feste um, halt die Feste um. Warum sind die alle so böse? Oh, Mist. Versuchen wir es nochmal. Lauf. Schaut man kurz auf diese dumme Hundetöle, fragt man sich, an wen sie einen erinnern möge. Er hat versessen einen morschen Zweig, als brächte er Glückseligkeit. Ich dachte, er hat uns jetzt. Ein wirklich hübsches Städtchen hat unsere Abby da gefunden. Doch scheint alles verriegelt in den späten Abendstunden. Keine Türe steht der kleinen Abby offen. So muss sie weiter still auf fremde Hilfe hoffen. Ich bin schwer da drin. Warte, das kann ich nochmal machen. Was ist das, Bäcker? Als ob ihr Verhoffung die Manieren in Hoppala. Stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Ach, Abby, so wird man dich nicht mit offenen Armen empfangen. Der Bäckerin ist ihr kaputter Zaun definitiv nicht entgangen. Kann man es ihr verübeln, eine kleine Unruhestifterin in dir zu sehen? Eine Bäckerin, also okay. Warte. Ich bin da eiskalt, ich gehe dann nochmal zurück. Kann ich mir ein Brot klauen? Ich habe Hunger. Abby schert sich nicht mehr allzu sehr um die Frau, der sie den Rücken kehrt. Wie? Ich dachte, ich kann jetzt da rüberspringen. Hallo. Ich kann da rüberspringen und mir ein Brot holen. Das geht nicht, oder? Nee. Aber für was habe ich das dann gemacht? Die hat mir doch so auch nichts getan jetzt mehr. Nee, ich komme da nicht rüber, ne? Ich versuch's nochmal. Ich glaube, das geht schon. Ist nur haarscharf. Nochmal. Noch ein bisschen später abspringen. Millimeter weiter später abspringen. Da macht er dann dies mit mir. Ach komm. Wenn ich zu früh abspringe, dann schaffe ich's nicht. Hier, dann komme ich nicht rüber. Ja, und wenn ich ein bisschen später abspringe, dann zieht er mich einfach hoch. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich will rüber. Ich krieg da gewiss ein Brot. Es geht gewiss. Ich hätte das Ding nicht ganz nach hinten schieben sollen, oder? Was ist das? Da schiebt er mich dann. So, und dann schafft's es nicht. Keine Chance. Nee, keine Chance. Hm.
Kein Brot für Abby. Verstehe es nicht ganz, weil sie hat uns ja auch nichts getan. Sie hat uns rausgeworfen und dann hat sie uns ja auch in Ruhe gelassen. Also warum haben wir sie jetzt dann noch in das Wasser fallen lassen müssen, wenn wir nicht noch hätten tun, was können, tun müssen? Ja, da komme ich nicht rüber. Tut mir leid, das geht nicht. Ich versuche auf ihren Kopf zu springen, vielleicht geht's ja dann. Nee, wir kommen da nicht rüber. Ja gut, dann nicht. Das Mühlrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Gör willkommen? Auch Tonda und seine Bande streifen durch die Nacht. Hinten. Pass gut auf, kleine Abby. Gib auf dich Acht. Am Waldesrand haben sie dich nicht erwischt. Der Regen hat inzwischen deine Spuren verwischt. Doch so schnell lassen sie nicht von dir ab. Für des Direktors Gold durchsuchen sie die ganze Stadt. Gut, dass man die... Pferden sieht, wo sie sind. Aber so sehen sie uns auch. Kann ich schon klären diesmal? Vorsicht! Pass auf deine Fäden auf! Kann ich das nehmen? Da hinten sind sie. Da sind die ganzen. Gucken, wie viele Fäden da sind. Ach, Abby. Aha. Gib doch Acht. Wer soll das alles wieder aufräumen? Weiß außerdem ich nicht. Sind deine Fäden verheddert. Jetzt muss ich. Na, da hängt es noch. Also. So. Fertig. Moment. Wie? Abby. Abby stolperte über Balken und Bretter, fiel zu Boden und muss nun klettern. Er ist sich selber nicht ganz einig, wie er es erzählen soll, oder was? Halt, halt! Was zum Geier? Soll ich jetzt denn da wieder aus da mitmachen? Ah, okay, warte. Mit Mühe gelingt es Abby, das Gerüst zu erklimmen. Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Schau, wie das Nest tobt, Abby. Jeder hat seinen Platz. Doch wo gehörst du hin? Oh, guck mal, deswegen die ganzen Fäden. Da wird groß gefeiert. Gerade als Abby sich auf ihr Zirkustalent besinnt. Ja. Oh, sie nur knapp dem Allerschlimmsten entrinnt. Früher war sie es, die den Leuten viel Freude schenkte, wovor sich ihr Leben aufs Überleben beschränkte. Nimm einen Apfel mit. Ich weiß noch nicht für was, aber nimm mal einen mit. Doch nun. Als ausgestoßene Fremde am Festesrande fristet sie ihr Dasein in Furcht vor der Räubersbande.
Der bewegt sich nicht, der da rechte. Ist auch, wir können den Apfel doch auf die Glocke werfen. Ach, Abby, so kommst du nicht durchs Leben. Verdammt, wieso hat er uns gesehen? Nimm mit. Wieso hat er uns gesehen? Dürfen wir nicht zu lange stehen bleiben? Ah, ja, wir waren zu weit vorne gestanden, oder? Das scheint gerade nicht so viel zu bringen. Schau dich noch mal um. Ich hab den Apfel gegessen. Okay, was mache ich jetzt? Schau dich noch mal um. Okay, ich schau mich noch mal um. Ich sehe nichts. Lauf, 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 lauf. Okay, wir können noch mal Apfel nehmen. Was soll ich denn in... Ist da irgendwas, wo ich einen Apfel hinwerfen kann und dann kommt was? Bär oder irgendwie sowas? So rum, oder? Warte. Ja, das war jetzt sehr effektiv. Wo wirfst du denn diesen Apfel hin? Ich dachte, du wirfst ihn dahinter zu ihm. Aber wo soll ich den denn sonst hinwerfen? Ich sehe nicht, wo ich den sonst hinwerfen sollte. Zu ihm hinter wirft sie ihn ja nicht. Sie wirft ihn ja wirklich nur auf die Glocke. Keine Chance, ne? Wo soll ich ihn sonst hinwerfen? Ich habe keine Ahnung. Verdammt, zu langsam. Wo soll ich ihn hinwerfen? Wo soll der hin? Das bringt gar nichts. Ich kann ihn nur gegen diese blöde Glocke werfen.
Ja, die wirft ihn nicht danach hin, sondern die wirft hier nur auf den Weg. So, die wirft ihn nicht dahinter, schau. Zack. Der bleibt hier nur auf dem Weg. Okay, ich versuch's. Nochmal mit der Glocke. Und dann versuche ich daran vorbeizulaufen. Ich wüsste nicht, wir können ihn nicht woanders als auf dem Weg werfen. Und wenn ich ihn zu weit, also hinter die Glocke werfe, bringt es gar nicht. Da liegt schon ein Apfel. Das war wohl nichts, kleine Abby. Jetzt pass mal auf. Müssen wir eine Apfelspur legen, dass er beim Zurücklaufen da die ganzen Äpfel isst? Pass mal auf. Na, wo rollst du denn hin, du blöder Apfel? Dass wir da zwei, drei Äpfel hinwerfen und er dann ein Apfel nach dem anderen futtert und wir uns damit genug Zeit erkaufen, um weglaufen zu können. Das gibt's doch nicht, ey. Guck mal, wo die hinrollen. Oh, Leute, das ist aber ganz schön doof. Okay. Also der eine, glaube ich, der liegt schon mal nicht schlecht, oder? Keine Ahnung, ob das was bringt. Der rollt zu weit. Probieren wir es mal. Bin ich gespannt. Das scheint gerade nicht so viel zu bringen. Schau dich noch mal um.
Die nimmt er aber alle nicht. Halt, hast du gesehen? Beim zweiten Apfel hat er sich, ist er nicht rückwärts gegangen, sondern hat sich umgedreht und ist gegangen. Und dann müssen wir vorbeilaufen. Bin ich gespannt, ob es klappt. Weil beim zweiten Apfel hat er sich umgedreht. Also. Einmal. Das war wohl nichts, kleine Baby. Nee. Oh, keine Ahnung, Leute. Also, das Apfelslösung machen wir beim nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich dachte eben jetzt, das bringt was, dass er sich umdreht und dann rückwärts geht und wir dann vorbeilaufen können. Sehe ich jetzt als einzige Chance. Aber das werden wir beim nächsten Mal dann sehen. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, gar nicht so einfach hier mit diesem blöden Wachen. Und ich hoffe, wir kriegen es beim nächsten Mal hin. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer lieben kleinen Abby. Ja, ich habe festgestellt beim Zusammenschneiden, dass das Spiel relativ leise ist bei der Aufnahme und ich sehr laut war. Ich habe das jetzt mal versucht umzustellen. Ich habe das Mikrofon jetzt mal leiser gestellt. Ich höre mich jetzt auch fast nicht. So, und hoffe jetzt, dass das dann ein bisschen lauter wird, das Spiel von der Musik her. Und ich habe jetzt hier erst in der vierten Folge, da die ersten drei ich einfach nacheinander aufgenommen habe und es dann auch erst gemerkt habe. Ja, wir sind hier noch immer bei uns im Dorffest mit unserem schönen Apfel und unserer Glocke, wo wir nicht vorbeikommen. Was war das? Nicht dein Ernst. Ich kann den Kran schieben. Das ist nicht wahr, oder? Okay, gut, da ist eine ganz andere Möglichkeit hier, an dem letzten Kameraden hier vorbeizukommen. Okay, dann schauen wir mal, wie das jetzt geht. Kann ich das schieben ohne das? Oh, nein. Oh, oh, shit, er kommt. Oh, shit, oh, shit. Lauf, Abby, lauf. Nächstes Mal, pass auf das Licht auf. Okay, wir dürfen nicht schieben, wenn er auch auf uns leuchtet. Okay, also das auch ist verkehrt. Also nur schieben, wenn er nicht leuchtet. Na gut. Gehen wir auf die andere Seite. Oh nein, das hat ihn auch gestört. Also ich jetzt festgepackt. Ich glaube, er hat sich festgepackt. Er kann nicht rüberspringen über den Kran. Le, 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 le.
Hallo, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Lalalalalala. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Na gut, komm aber auch nicht in ihm vorbei. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Nächstes Mal, pass auf das Licht auf. Okay, 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 ist ja gut. Ist verstanden. Kommt so vor, als wäre sie beim Schieben schneller. Still, 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 still. Scheint ihn nicht zu stören, ne? Wenn er vor meinem Wagen steht. Okay. Also, jetzt werfen wir den Apfel auf die Glocke. Der da hinten, der kümmert uns jetzt nicht mehr, oder? Nee. So, und wenn er dann geht, schieben wir den Kahn. Verlernt hat unsere Abby das Werfen nicht. Doch steht sie diesmal nicht im Rand. Du willst doch wohl nicht das Ende der Geschichte verpassen. Oh. Ihre kleinen Augen hat sie satt gesehen an dem, oh Gott, ja, was in der Welt geschehen. Was golden schien, roll, und schwarz. Rollwagen, roll! Süßes schmeckte bitter. Er wie schöne Welt ertrank, in Kälte und Gewitter. Lauf! Am Ende will sie nur noch rasten, sicher und allein, und sehnt sich ganz bestimmt zurück ins gute alte Heim. Nächstes Mal, pass auf das Licht auf. Ihre kleinen Augen hat sie satt gesehen an dem, was in der Welt geschehen. Hä? Was golden schien, wurde schwarz. Süßes schmeckte bitter. Abby's schöne Welt ertrank in Kälte und Gewitter. Am Ende will sie nur noch rasten. Oh, das war sicher knapp. Und allein und sehnt sich ganz bestimmt zurück. Oh Gott. Alte Heim. Den Banditen stolperte sie in die Arme, mochte nicht mehr laufen. So ergab sie sich fast wehrlos dem üblen, groben Räubershaufen. Da wandern sie los, gen Zirkus mit weiten Schritten. Für die Belohnung lassen sie sich nicht zweimal bitten. Und wie Banditen sich nun mal die Zeit vertreiben, singen sie lieber, anstatt sich anzuschweigen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Dem Zirkus, das ist Mädchenhaus gebührt. Doch Abby wird gefangen, wir bringen sie zurück. Wenn wir erst beim Zirkus angekommen sind, sind bereit, so viel Gold für ein kleines Kind. Ruf mir bei der Münze, tauschen wir dich ein. Und du wirst wieder eingeschlossen sein. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ob wir nun erwischt werden, ist uns egal. Sollen sie doch kommen, schmecken unseren Stahl. Das Mädchen wird wieder Kunststücke vollbringen, während wir hier draußen voller Inbrunst singen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wir sind Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ausgelassen singend erreichen die Banditen ein Gemäuer, wollen des Nachts rasten am warmen Lagerfeuer. Morgen früh laufen wir das letzte Stück und bringen dich endlich zum Zirkus zurück.
spottet Tonda in Richtung Käfig. Die letzte Nacht, die du noch in Freiheit genießt, lässt sich noch vernehmen, bevor das Tor endgültig schließt. Ach, Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Was heißt die letzte Nacht in Freiheit? Wir sind ja hier schon eingesperrt und nicht mehr in Freiheit. Aber warte mal, die Kerze, Feuer, wie wir schon am Anfang machen wollten. Komm schon, komm schon. Komm schon, Kiro. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen. Nein. Ich geb nicht auf. Komm, blöde Kerze. Komm schon. Verdammt nochmal. Warum fällt die nicht runter? Na komm schon, fall runter. Fall runter. Die will nicht runterfallen. Abby. Jetzt hat. Sind wir ein Stück nach vorne gerutscht? Nach rechts? Warte. Hört jetzt! Was hast du nur wieder angestellt? Denkst du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Klar. Gelernt hat unsere Abby nichts. Ist undankbar obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Nun, Abby hat ihr Schicksal offenbar selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Am Ende kommt alles, wie es muss. Schaut auf eure Heldin mit all ihren Flausen. Ist doch nicht mehr als eine plumpe Banausen. Zappel nur, Abby. Nun ist bald wirklich aus. Die Freiheit schenkt dem nichts. Halt dich doch fest! Geschenke verschmäht und aus Eigensinn nur Sturm und Unruhe sät. Der Zirkus war ihr Heim und umsorgt sie mit Speisen. Und dennoch brach sie aus. Zu Gefahr. Hey, was soll das? Lass los! Hör auf damit! Bedauerlich, Abby, dass du nicht mal jetzt zur Einsicht kommst. Ein Faden ist gerissen. Und mach dich nicht lächerlich. Zurück, mach dich nicht lächerlich. Es ist vorbei. Nein. Lass los, benimm dich. Nur noch Wer zwei Fäden. Wer ein Wort des Dankes kannt, verbrennt sich an der eigenen Gier. Der Zirkus war ihr letzte Chance. Du wirst es bereuen. Abby, lass sofort los. Ja. Nein. Unmöglich! Yes, die Fäden sind weg. Akt 4. Widerstand. Wie es wohl weitergeht? Wir, Abby, ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Moment, Abby lag... ja, Moment, habt Geduld. Okay, also, Abby lag und dann? Was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, sie, was wohl passiert? Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück in ihren Lauf. Doch die Welt um sie herum, sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Steh auf, ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil
weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Wir haben keine Fäden mehr, wir haben es geschafft, wir sind frei. Der Erzähler hat keine Ahnung mehr, was er sagen soll, weil er völlig baff ist. Ja, aber hier hat wirklich ein Krieg geherrscht, ne? Ist alles kaputt hier. Also wir können nach wie vor springen und wir können nach wie vor laufen. Das alles ohne Fäden. Da, guck, wir können hier durch das Tor gehen. Ohne Probleme. Oh, da hängt einer. Wunderbar. Oh, da hängt noch eine Frau, hängt auch da. Und lauter Barrieren. Katapulte. Eider, da schaut's aus. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Okay. So, dann springen wir rüber. Das war ja jetzt wieder klar, ne? Wie kriegen wir denn das jetzt wieder gelöst? Schaffen wir das? Ich glaube nicht, ne? Nein, keine Chance. Dauert zu lange. Können wir das Seil hier nehmen? Oh Gott. Ja, sie geht immer ganz runter. Also sie springt nicht sofort rüber und rein, sondern sie geht echt erst runter und klettert hoch. Verdammte Hölle. Da unten rüberspringen können wir nicht, das ist zu weit, ne? Da spieß mal auf. Hier vom ersten Stock, meine ich hier. So, dann können wir da unten noch irgendwas machen? Können wir schwingen? Nee. Hier meine ich, hier rüberspringen. Das ist zu weit, ne? Das schafft man nicht. Da sterben wir. Und jetzt haben wir keinen mehr, der uns zurückholt. Kein Marionettenspieler mehr. Ungestüm wie eh und je, geholfen hat es ihr noch nie. Sag ich doch. Sind wir keinen Marionettenspieler, der uns... Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und... Nichts, das lebt. Oh, guck mal. Da muss mal drauf kommen hier. Hier, wir können Steine einsammeln. Die werfen wir hier rauf. Oh, das ist schwerer als vorher. Und es bleibt unten. Weil einfach, einfach, einfach ist. Los, Abby, rauf mit dir. Sie den Wiederhaken nehmen? Nee, ne? Nee, es geht nicht. Doch, doch kann sie. Ah, warte. Wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen zurück. Ah, und jetzt müssen wir unten rein. Okay. Verstanden. Okay. Hat funktioniert? Verkriech dich nur. In dieser Welt gibt es kein Entkommen.
können wir da überall rein ohne Fäden, ne? Ist die Welt doch ganz viel einfacher als vorher. Wild vor Zorn brüllt Honda der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar, in tosender Wut, funkelnde Augen, glimmen wie Glut. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft, dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Lauf. Oh, warte, hier. Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Warte. Um sie rum die Welt. Ein Raubtiermagen. Gib dich ihm hin und Schluss mit den Qualen. Nein, auf keinen Fall. Haben wir da jetzt irgendwas machen können noch? Nee, ne? Ich laufe um mein Leben. Schauen wir da hinten, ob die irgendwie kommen, irgendwo, aber da kommt keiner, ne? Er kommt dich zu holen. Da ist mit er. Schallenden Schritten. Scheiße. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Ich laufe einfach wieder zurück. Kommt er? Aber warte mal, wir müssten ihn doch eigentlich ganz leicht entkommen können. Und zwar, wenn wir irgendwo unten durchlaufen, wo er nicht durchkommt, weil er mit seinen Fäden hängen bleibt. Jetzt warte mal. Das müsste doch eigentlich ganz leicht gehen. Denn er ist ja noch gehandicapt durch die Fäden. Wir nicht mehr. Ich glaube, da ist er auch gerade hängen geblieben, ne? Sind nur voller Angst weggelaufen. Ja, genau. Er hängt da oben mit den Fäden fest. Schau. Ja, genau. Das meinte ich. Da oben können wir irgendein Zahnrad tätigen. So. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann kommt er. Weil da kann er hin. Ja, genau. Aber er kommt nicht rein. Bitte? Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Nee, nicht Verstecken. Clever spielen. Das will ich hier. So. Letztlich greift sie Tonda der Barbar und tut, was längst besiegelt war. Wir waren zu langsam. Wir müssen ihn erst runterlocken. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. So, wir müssen ihn erst mal du runterlocken. Du kannst ihm nicht entkommen. So. Geht er schon rauf, ne? Ha, verdammt. Ja, geht sofort rauf. Da haben wir keine Chance. Das ist zu... Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. So, wenn wir jetzt das Ding umlegen, dann kommt er sofort gelaufen, ne? Wir schaffen das nicht darunter. Warte. Willst Verstecken spielen? Nur zu. Warte mal, oben kommt er rum, ne? Ich brauche die Kiste. Entschuldigung. Wer nicht hören will, spüren, Scheiße. Wohin ihn seine Flausen führen. Verdammt. Gar nicht so einfach hier. Okay, also das nach hinten ist schon mal korrekt. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten.
Du kannst ihm nicht entkommen. Doch, kann ich. Also pass auf, ich mach das, geh runter, lauf hinten. Er geht über rüber, dann kann ich runter. Weil ich brauche die Kiste ganz hinten nochmal. Und eigentlich müsste ich da oben nochmal den Hebel von ziehen. Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? So, er geht jetzt runter. Oh, er hat die Kiste reingeschoben. Hast du gesehen? So. Aber er kommt jetzt eben da oben. Na, komm schon raus. Durch. Wird dir nicht langweilig. Ich müsste den Hebel oben nochmal umlegen, wenn er auf der anderen Seite ist. Ne? Aber das glaube ich, klappt nicht. Du willst Verstecken spielen? Nur zu. So, komm mal, mein Freund. Ja, komm runter. Okay. Was muss ich da drüben machen? Da ist irgendwie ein Seil. Ich weiß es noch nicht. Merkst du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Das bringt dir nichts. Doch, klar bringt mir das was, mein Freund. Was? Ein kläglicher Versuch, der sie ertrinken ließ. Weiter. Was? Nee, Bogusan, das hat doch nicht geklappt. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Okay, die Zeit hat nicht gereicht jetzt gerade, ne? Es war zu wenig Zeit. Okay, wir müssen das hier oben machen, garantiert. Pass auf. Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Ach, diese verdammten Fäden. Genau, das dachte ich mir. Das wollte ich, dass er da nicht mehr vorbeikommt. Tschüss, mach's gut. Abby, bleib stehen. Du Feigling, komm zurück. Nein, sicher nicht. Okay, Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ey, nicht schlecht, wir haben keine Fäden mehr. Wir sind frei und er zappelt hier noch an seinen Fäden rum. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann steigen wir ins Boot und fahren in die Freiheit und alles ist gut. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen lieben Abby, die jetzt keine Marionette mehr ist. Zumindest hat sie keine Fäden mehr. Juhu, hallo. So, wir steigen jetzt ins Boot. Plops. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. In die Freiheit, würde ich mal hoffen. Was? Ein kläglicher Versuch, der sie... Fahr nur weiter. Ja, das mache ich. Was? Ah, ihr denkt, dass das war's schon? Meine Welt folgt meinen Regeln. Schaut das Meer an, wie ruhig, ruhig. Auf der See wiegt Abby sich in Sicherheit, doch hält er schon Gefahr bereit. Ich lass doch mal die Abby in Ruhe. Im Auge des Sturmes, im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille, dann folgt auf die Ruhe der... Die Zerstörungswelle. Mit grober Gewalt tobt die Natur. Vom rettenden Ufer
keine Spur. Oh nein, ein Strudel. Ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwunden. Wir können auf jeden Fall umdrehen. Also, wir könnten umdrehen, wenn wir wollen. Verdammt! Was machen wir denn jetzt? Soll ich da reinfahren? Nein, zurück bringt ja auch nichts. Drumherum kann ich nicht. Ich kann nur rein, oder? Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonner ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Stattdessen ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonner ins Netz gehen. Warte, kann ich da mit dem... Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Es hat funktioniert! Nein, 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 nein! Verdammt! Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Okay, also... Es funktioniert schon so, wie ich dachte. Stattdessen ein... Erbarmungsloser Wasserschutz. Also, ich dachte eigentlich erst. Schon manches Boot verschwunden. Ja, wir wissen. Verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonner ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Gib Gas, Abby, gib Gas. Mit Glück und Hinterlist gelingt es Abby, meine. Den Naturgewalten vorerst zu trotzen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Oh nein, da kommt ein Boot. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet... Shit. Schießt es jetzt ein. Was habe ich gesagt? Dein Schicksal war längst besiegelt. Okay. Dann müssen wir zurück, Rudern. Und den in die... Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Bruder, Abby, Bruder! Oh, shit! Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Wir hatten nicht rechtzeitig so ein Fass. Das Fass war nicht rechtzeitig da. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Wir drehen gleich um. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling. Scheiße. Komm schon, blödes Fass. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh, no. Ey, das ist echt schwer, das ist total... Ey, das ist Glückssache. Komm schon, blödes Fass.
Wo ist der Bandit jetzt? Bandit! Na toll. Wir waren zu früh. Kein Bandit in Sicht. Müssen wir dann nochmal zurück und wieder hin. Ey, das ist echt nicht einfach, so ein Fass da reinzuschubsen. Komm schon, kleine Abby. Komm schon. Fass, fass. So, jetzt. Boah, ist das fies schwer. Am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie wendet sich vergebens wie der Wurm. Ja, nein! Verdammt! Ruder raus! Ruder nicht in die Richtung! Falsche Richtung, Abby! Falsche Richtung! Ruder! Oh, so ein Kack, hey! Im Zirkus war sie jemand, doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Ey, das ist mehr Glück als Können. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Komm schon, fast, komm schon. Wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling. Komm schon, fast. Okay. Strudel an. Schnell. Es ist nur ein kleines, oh, was ist das? Mädchen. Ach, der hat die rausgeholt. Ihr verdammten Idioten. Nichtsnutze. Weg mit euch. Und ihr? Glaubt ihr immer noch an sie? An dieses kleine, einfältige Ding? Die hat die Banditen wieder rausgeholt an ihren Fäden. Habt ihr das noch gesehen? Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Ja. Aber die haben auch alle keine Fäden. Die haben die sich auch alle befreit. Vielleicht waren es auch alles Marionetten. Excalibur. Ein riesiges Schwert steckt im Fels. Alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Da liegt noch was. Da seht ihr ihn, den Wolf, der da liegt? Rechts. Ich hätte ihn jetzt fast übersehen. Nicht irgendwas nehmen. Ein wundervolles Wiedersehen. Ein herzzerreißender Moment. Bloß schade, dass Tonda keinerlei Zurückhaltung hat. Ja, das ist der Wolf, den wir befreit haben. Auch von seinen Fäden.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonda euch erreicht. Seid doch so nett und macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Haha, wie gefällt dir das? Verfluchtes! Also wirklich. Danke, lieber Wolf. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Okay, irgendwie brauchen wir diese Ding da unten. Eine noch. Echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Was machst du denn so lange da drin? Ich weiß es noch nicht genau. Ich steche ihn jetzt nieder. Was soll das denn werden? Glaubst du, du kannst Tonda einfach so aus dem Weg räumen? Da, nimm dein Spielzeug zurück. Okay. Ich dachte, ich kann jetzt seinen Fäden zu. Okay, schauen wir mal, ob das da liegen bleibt. Und wo hier jetzt hin? Hallo. Falsche Richtung, ne? Darüber. Nein. Nein, nimm. So, das war schon korrekt. Nur was machen wir dann oben? Ich dachte, ich kann es darüber und dann darüber. Also das darüber, dann auf diesen Vorsprung und dann durch die Mauer, durch das Loch. Na, das macht sie nicht. Sie nimmt es nur nach links rüber. Okay, kann ich es jetzt nochmal nehmen? Ja, nimm sie. Schneide ich seine Fäden durch. Nein! Tonda! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn! Komm raus, du kleine Nervensäge! Was bringt mir das jetzt? Am Ende gewinne ich immer! War ziemlich dämlich, ne? Was? Wir müssen das nochmal machen? Okay, wir müssen irgendwie runter nochmal, um uns Zeit verschaffen, um da hochklettern zu können. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken.
Okay, wir müssen ihn irgendwie runterlocken, um uns Zeit zu verschaffen, hochzukommen. Was machst du denn so lange da drin? Halt! Nein! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Okay, sie kann da rüberklettern. Ach ja, klar, logisch. Muss sie ja, weil wenn ich das hochfahre, muss ich hier rüberspringen wieder können. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn runterlocken können. Ah, da bist du. Ah, er kann mich von oben nicht sehen. Klar, der Marionettenspieler ist über uns. Und er schaut nach unten. Und wir haben über uns jetzt das Dach. Und deswegen kann der uns gar nicht sehen. Deswegen hat er auch gesagt, was machst du da so lange drin? Weil er gar nicht sieht, was wir da drin machen. Von oben, wenn er von oben runterschaut. Und deswegen sieht er jetzt auch nicht, was wir jetzt... siehst du? Verstanden. Jetzt kann er uns erst sehen. Achtung, jetzt kann er uns sehen. Und jetzt kann er auch ihn wieder hochnehmen. Genau. Nicht so schnell! Genau, und jetzt hängt er nämlich wieder. Okay, was? Da ist ein Brunnen. Da hinten liegt eine Säge. Der kommt. Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid? Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Ja, klar, logisch. Wir müssen den Baum absägen. Gott. Ich hab satt. Jetzt zeig dich endlich. Genau. Er kann uns nämlich nicht sehen von oben als Marionettenspieler. Hier bin ich. Abby, komm raus. Boah, das wird ganz schön... Wir haben da fast keine Zeit. Die Zeit ist verdammt... Schluss mit dem feigen Versteckspiel! Verdammt knapp! Da können wir vielleicht einmal sägen, oder? Okay. Boah, da haben wir nicht viel Zeit. Na, noch fällt dir nicht der Baum. Viel fehlt nicht mehr. Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Jetzt fällt er? Nein, noch immer nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Weil da war irgendwas mit dem Brunnen. Ich kann zumindest wieder ganz zurück, ne? Ich komme da nicht mehr hoch. Nee. Nee. Wir müssen da irgendwie an ihm vorbei.
Ich komme da nicht rein. Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Da geht's nicht weiter. Leute, wo müssen wir hin? Nee, da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir nicht mehr hoch. Wir können nichts nehmen. What the? Hilfe! Ich muss passen, ich habe keine Ahnung. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Ah, wir können die Fäden nehmen. Scher dich weg! Scher dich weg! Weg! Weg von ihm, du! Weg! Nein! Du bist tot, tot, tot! Er kriegt dich! Jetzt ist es aus mit dir! Der nette Erzähler ist jetzt nicht mehr so nett, ne? Okay, Leute. Du kannst dich nicht verstecken. Verdammt. Du kannst dich nicht verstecken. Tonda lechzt nach Rache. Am Ende gewinne ich immer. Verdammt. Puh. Dass ich die Fäden habe nehmen können, hätte ich es nicht gedacht. Wir müssen irgendwie hier ran. An diese roten Teile hier, ne? Können wir auf seine Fäden schwingen und springen und... Geht das? Nee, ich glaube nicht. Mann? Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Entschuldigung. Ich weiß, wie es geht. Aber Leute... Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage bis dahin mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ey, das ist richtig actionreich, richtig spannend jetzt gerade. Deswegen bleibt dabei, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Dann werden wir hier entkommen und frei sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Bis dahin, tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen lieben Abby. Ja, unser Erzähler ist jetzt alles andere als lieb, vorher war noch so hilfreich und lieb und nett. Das war's jetzt. Aber jetzt müssen wir erstmal entkommen. Na komm. Schwingen gegen das Ding. Ich komm da nicht mehr rauf. Dann gehen wir runter. Tonda lechzt nach Rache. Zack. Na komm. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Verdammt! Nein, bleib weg! Bleib weg! Nimm wieder einen Faden. Wag es nicht, du Wurm! Wag es!
managst du dich wie eine Macht. Verdammt, wir müssen auf die andere Seite rüber. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Du sitzt in der Falle. Okay, wir müssen schauen, dass wir ganz raufkommen. Wir müssen uns die Zeit verschaffen. Ha! Passiert ist, was passieren musste. Verdammt! Wie kriegen wir mehr Zeit? Du kannst dich nicht verstecken! Wir kriegen nie mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Uns reicht die Zeit nicht aus. Ja, ganz rauf kommt sie nicht, ne? Hey. Tonda lechzt nach Rache. Lauf! Sie läuft nicht weiter! Sie bleibt da stehen! Da war ein Stein, der nicht da war. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Naja, träum weiter. Gleich zerquetscht er dich wie eine Mahl. Ich sehe dich! Hier bin ich! Du Hallo! Du sitzt in der Falle! Hallo! Nein! Ich sag's dir! Nein! Ja, da hängt er nur noch an einen Faden. Ich bin ein Gott. Keiner stellt sich gegen Gott. Du bist kein Gott, du bist ein Marionettenspieler. Ich zerfetze dich. Komm her. Zerschlagen wirst du. Zermalm. Kann ich jetzt an den Faden springen? Misting. Höre, zum Teufel mit dir. Du nicht. Batsch! Runter! Aufhören! Auf! Nein! Das kann nicht sein! Akt 5. Heimkehr. Da sitzt sie vergnügt, ohne Fäden. Auf der Bühne. Ist ja so cool gemacht, ne? Die Bühnendekoration hier, so ganz plump, die Bäume und so. Hallo Schmetterlinge, guck mal, ich habe keine Fäden mehr, mir geht's gut, ich bin frei, ich bin daheim. Keine anderen Marionetten? Keine anderen Marionetten. Ich bin ganz alleine.
Da ist der Zirkusdirektor. Und der Bär. Hi Bär. Hi Bär. Warte kurz. Jetzt kann er mir auch helfen, den Käfig hochzuheben. Alleine habe ich das ja nicht geschafft. Okay, wir sind zu schwach. Wir brauchen noch mehr Hilfe. Dankeschön. Ah, er kommt mit. Okay. Ja, er kommt mit. Yay, da ist noch einer. Zwei sind da noch. Ah, er macht den hinten los. Die freuen sich selber. Plops. Zack. Plops. Plops. Okay, kommt da noch einer? Ich glaube, das waren alle, ne? Da kann man nicht weiter. Okay, das waren alle. Jetzt müssen wir stark genug sein, um den Käfig hochzuheben. Jetzt sind wir 6 Leute. Ja, hoppala. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt alle anheben.
sind auch welche. Aber die haben keine Marionetten, also keine Fäden. Die sind alle ohne Fäden. Das Schwein hat noch Fäden da hinten. Das Schwein. Keiner hilft dem Schwein. Ja, das war die kleine, feine und kurze Geschichte von Abby, der Marionette, die ihre Freiheit gesucht hat und gefunden hat. Und zum Schluss dann sogar auch noch wunderbar und wunderschön mit ihren Bären. Wunderbar, cooles Spiel, wenn auch leider sehr kurz, aber wunderschönes Spiel, wundercoole, wunderbare Story. Ja, hat mich sehr gefreut, das Spiel zu spielen, war echt schön, war cool. Ich hoffe, euch hat es auch sehr gut, sehr gefallen zuzuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei allen weiteren Let's Play sehen, hier auf meinem Kanal, auf Busa Nusma. Und ich sage bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, bis dahin, tschüss.